So, ich glaube, wir starten. Es ist nun 13:30 Uhr. Im Namen der CRB und der heutigen Referenten möchte ich Sie ganz herzlich zu diesem heutigen Impulswebinar begrüßen. Es ist das zweite von insgesamt 7 Impulswebinaren. Heute ist das Thema NPK-Ausgabe 2021 mit einem Bericht aus der Begleitgruppe zum NPK 315, vorgefertigte Betonelemente. Mein Name ist Caroline Peterhans. Ich bin Marketingmanagerin und Projektleiterin bei der CRB und werde Sie heute als Moderatorin durch dieses Webinar führen. Bevor ich zur Agenda komme, möchte ich ganz kurz ein paar Instruktionen geben, damit unsere Referenten auch nicht gestört werden. Wie Sie gemerkt haben, sind Sie bereits auf Stumm geschalten. Bitte lassen Sie das auch so. Zudem auch die Kamera bitte ausgeschalten lassen. Und haben Sie Fragen, können Sie die jederzeit in unsere Chatfunktion stellen. Wir werden am Ende nochmals darauf zurückkommen und diese beantworten. Dann zur Agenda. Also, wir haben heute ein Programm, das wir leider ein bisschen anpassen müssen. Als erstes wird Roman Hollenstein von der CRB Informationen zum neuen NPK-Kapitel geben. Dann als zweites wäre Dietmar Übelhardt von der CRB geplant gewesen. Er würde zum Ablauf NPK-Überarbeitung etwas erzählen. Herr Roman Hollenstein hat uns aber hat sich bereit erklärt, diesen Teil zu machen. Somit können wir diesen wie geplant abhalten. Dann zum dritten Teil wird uns Gerhard Enderle, er ist Mitglied bei einer Begleitgruppe vom NPK 315, er wird uns da einen Bericht geben. Dann zum letzten Teil, den mussten wir leider absagen aufgrund von Corona. Es hat einen Zwischenfall gegeben und der Referent kann leider nicht teilnehmen. Wir werden aber schauen, dass wir diesen Beitrag irgendwie im Nachgang noch mitliefern können. Ja, somit würden wir starten. Ich würde gerne Roman Hollenstein das Wort übergeben und wünsche Ihnen ganz viel Vergnügen. Auch herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Roman Hollenstein und ich bin Leiter Projekte und Produkte bei CRB. Ich darf euch heute etwas erzählen über die neuen NPKs, die im Jahr 2021 herauskommen. Warum machen wir Überarbeitungen von NPKs? NPKs basieren ja auf den Grundlagen von Normen, Richtlinien und den Merkblättern, die abgebildet werden müssen. Auch neue Technologien führen dazu, dass die bestehenden NPKs überarbeitet werden. Dieses Jahr bringen wir eine große Anzahl von neuen NPKs heraus. Insgesamt sind es 17 überarbeitete Kapitel sowie auch 6 Nachführungen bei den Hochbau- und Tiefbaukapiteln. Dass das möglich ist, um diese Kapitel zu bearbeiten, braucht es ein ganzes Team von internen und externen Leuten. Intern sind wir aufgestellt in der Produktion mit den Projektleitern. Da sind wir unterteilt in Hochbau, Tiefbau und Gebäudetechnik. Das, was in der Begleitgruppe bearbeitet wird, kommt bei uns in den Sprachdienst, das dann vom Lektorat, Redaktion, Korrektorat bearbeitet wird, dass die NPKs aufeinander abgestimmt sind und eine Durchgängigkeit haben und die Struktur von NPKs erhalten. Dies ist auch die Voraussetzung, dass danach der Sprachdienst Französisch und Italienisch die Übersetzungen machen kann. Natürlich können wir das nicht nur intern selber machen, sondern da sind natürlich auch die externen Leute dabei, allem voran die Verbände, für den fachlichen Inhalt verantwortlich sind, sowie die Autoren, die die Schreibarbeit machen und natürlich mit großer Unterstützung immer von den Begleitgruppen, die abgebildet werden, möglichst von der ganzen Baubranche, also von den Planern, Unternehmern und Herstellern. Und wenn das Kapitel soweit aufbereitet ist, geht es dann auch in die Vernehmlassung, aber dazu dann im zweiten Teil von meinem Vortrag.
Ich werde kurz darauf eingehen, welche MPCOs jetzt im 2021 neu herauskommen. Das sind die Kombikapitel 181 und 183. Das sind Kombikapitel Hochbau und Tiefbau. Warum wurden die überarbeitet? Der 181 wurde im 2007 das letzte Mal überarbeitet und im 2013 mit Nachführungen die Ausmaß- und Vergütungsregelungen ergänzt. Durch die neuen Normen, insbesondere auch der neuen Abfallverordnung, war es nötig, dieses Kapitel zu überarbeiten, was nächstes Jahr auf das V21 herauskommt. Dasselbe natürlich auch der 183, Zäune und Arealeingänge. Der MPK 213, der wurde gestrafft und neu gegliedert. Und im Bereich Erdbauten wurde der Text entsprechend dem MPK 211 angepasst, dass das wieder übereinstimmt. Bei den Hochbaukapiteln gibt es fünf neue MPKs, die überarbeitet wurden. Das Kapitel 315, vorgefertigte Elemente aus Beton und künstlichen Steinen. Dieses wird dann noch vorgestellt von Herrn Enderle. Dann wurden die vier Kapitel, die 740er Kapitel, Aufzugsanlagen, wurden gesamthaft überarbeitet auf Anregung des verantwortlichen Verbandes der Schweizerischen Aufzugsunternehmen und wurde den heutigen Marktbedürfnissen angepasst, dass diese besser abgebildet werden können. Bei diesem Kapitel wurde die Norm 118/370, die im 2016 in Kraft kam, darin abgebildet, dass das wieder auf diese Norm passt. Bei den Gebäudetechnik-Kapiteln wurden die 450er Heizungsinstallationen total überarbeitet. Diese Kapitel sind über 20 Jahre alt. Und die Technologie hat da wesentlich geändert, waren früher vor allem Gas- und Ölheizungen darin enthalten, wurde das auf die neuen Technologien Sonnenenergie und Wärmepumpen angepasst. Also diesen Teil nimmt einen wesentlich größeren Teil in Anspruch. Dann wurde vor allem das Kapitel 452, Heizungsanlagen, Wärmeabgaben, das sind die Radiatoren vor allem und Konvektoren, wurden neu überarbeitet und nicht mehr wie früher entsprechend den Leistungen, sondern wie die Lieferanten Artikellisten aufgelistet und sollte so jetzt wesentlich einfacher zum Anwenden sein. Diese Kapitel haben wir zusammen mit der Swisstec erarbeitet, da ist für den fachlichen Inhalt verantwortlich und die Swisstec hat bei diesem Kapitel die Kalkulationsgrundlagen erneuert. Also ab nächsten Jahr ist es für die Planer wesentlich einfacher, einen KV zu erstellen und für die Unternehmer können mit diesem Kapitel viel schneller Angebote eingereicht werden. Bei den Elektro- und Telekommunikationskapiteln wurde in den letzten Jahren viele Positionen verschoben und auch die Kapiteltitel wurden entsprechend angepasst, dass das wieder alles auf dem aktuellen Stand ist. Dies hat zur Folge, dass der Kapitel 541 archiviert wurde und für die Neugliederung haben wir den MPK 524 neu herausgebracht, wo jetzt die Verteil- und Verkabelungssysteme darin enthalten sind. Ganz neu sind die 580er Kapitel, sogenannte BIM-Kapitel. BIM-Starkstrominstallation, Schwachstrominstallation für Zweckbauten und Wohnbauten. Dies ermöglicht Elektroplaner, die sich mit dem Thema BIM auseinandersetzen, diese Kapitel einzusetzen und in die BIM-Thematik hereinzuwachsen. Wie gesagt, wurden nebst den neuen Kapiteln auch wesentlich einige Kapitel
nachgeführt. Das heißt, nicht alles wurde überarbeitet, also es kommt nicht neu heraus, sondern kleine Änderungen, Fehler, die man festgestellt hat oder wenn einzelne Dimensionen noch nachgeführt werden, kann das jährlich auf die einzelnen Kapitel eingearbeitet werden. Das sind die entsprechenden Kapitel, die da Nachführungen enthalten. Nicht aufgeführt sind die Gebäudetechnik-Kapitel von der Elektro-, Heizung und Sanitär, die jedes Jahr Nachführungen haben. Was sind die weiteren Neuheiten, die wir auf das 2021 herausbringen? Das sind nicht nur die MPKs, sondern es ist auch der elementbasierte Baukostenplan Hochbau, EBKPH, der als neue Norm herauskommt. Neu, was ist neu darin? Das ist die Neuformatierung des GOT, damit es maschinenlesbar wird. Das ist die Codierung ohne Leerzeilen, also Leerstellen. Dann wurde ein Bezugssystem B eingeführt. Das ist eine zweite Bezugsmenge, damit man die Informationen aus dem 3D-Modell besser herauslesen kann und dass das sich langsam etabliert. Dann wurde auch die Hauptgruppe D, Technik, neu gegliedert an Anlehnung der SIA 411, dass das entsprechend abgebildet ist. Mit der neuen Norm war es auch nötig, das Anwenderhandbuch zu überarbeiten. Das Anwenderhandbuch hilft den Anwendern, die Informationen herauszulesen, wie der EBKP genau angewendet wird und wie die Abgrenzungen der einzelnen Elemente sind. Dann, denen es schon bekannt ist, das Werkmaterial online mit den Kennzahlen wird laufend erweitert und es werden neu zwei Datenpakete angeboten. Zum einen sind das die Berechnungen mit durchschnittlichen Nettopreisen vom MPK-Leistungspositionen, die vom BFS gerechnet werden, und zum anderen die über 900 aufbereiteten Kennwerte aus den Objekten des Werkmaterials sowie aus dem Objektartenkatalog von CRB. Ich bin jetzt da über die Neuerungen in einem Bogen darüber. Wer da mehr darüber lesen will, detaillierter, genauere Informationen, das wird jedes Mal mit dem MPK-Informationen wird das herausgegeben und diese Informationen sind auch auf unserer Homepage, sobald dass sie veröffentlicht werden im 21, ersichtlich. Zu finden sind die unter dem Menü Support Service Desk, hat es zwei Abbildungen für den Überblick von den entsprechenden Informationen zu den MPKs. Dort sind die wesentlichen Neuerungen nochmals detailliert aufgelistet. Jetzt darf ich noch den Part von Dietmar Übelhardt übernehmen. Er wollte euch informieren, wie die Erarbeitung eines MPKs erfolgt, wie der ganze Ablauf abläuft. Als erstes erfolgt die Initialisierung für den Hochbau, Tiefbau oder Gebäudetechnik. Also da wird geschaut, welche Normen wurden überarbeitet, wo gibt es neue Technologien, wo kommt der Fachverband auf uns zu, wo haben wir vom Markt Rückmeldungen, wo das Kapitel eventuell nicht mehr aktuell ist, wo es sich lohnt, eine Überarbeitung zu machen, dass es wieder den Marktbedürfnissen entspricht. Danach, das ist auch mal grob der Gesamtüberblick, ich gehe dann noch auf die einzelnen Punkte ein. Geht das Ganze in den Entwurf, das ist die Erarbeitung, das ist die große Fleißarbeit durch die Projektleiter, Autoren und Begleitgruppe. Mit der Vernehmlassung haben dann alle externen Möglichkeiten, sich zu dem entsprechenden Kapitel zu äußern. Diese werden wieder eingearbeitet. Es geht in die Revision
und am Schluss natürlich noch zu gut zur Produktion. Das ist der eine Teil und vieles läuft aber noch hinten beim CRW selber, wo am Markt gar nicht viel mitbekommen wird, was da alles noch gemacht wird. Da wird die ganze Bauterminologie wird überprüft und in der Datenbank aufbereitet, damit es dann auch entsprechend korrekt auf Französisch und Italienisch übersetzt werden kann. Während der ganzen Erarbeitung werden auch die Blickfangzeichnungen aufbereitet, die Sonderseiten, und natürlich auch die Übersetzung auf Französisch und Italienisch. Sollte da die nächste Folie eingeblendet werden? So. Ja. So, jetzt, das wäre jetzt die Initialisierung, das ist der erste Schritt. Der Überarbeitungsbedarf wird bei den Verbänden angefragt und geprüft und entsprechend mit dem Feedbacks beim CRB mitgeteilt. Wir machen den entsprechenden Projektantrag, was es alles dazu benötigt wird, um entsprechend das Kapitel zu erarbeiten. Und wenn es genehmigt wird, geht dann das Suchen von den Begleitgruppen und Autoren. Im Entwurf wird die mit der Startsitzung geht es mit einer Begleitgruppe, geht es mit 8 bis 10 Sitzungen, wird der Entwurf erstellt. Also jeder Abschnitt benötigt circa eine Sitzung. Die ersten Entwürfe werden bei uns vom Autor angeliefert und dann von der Redaktion bei uns gelesen, um schon am Anfang früh Inputs retour zu geben, auf was geachtet werden muss, dass die MPK-Logik, die Strukturen und auch die Texte entsprechend passen. Parallel dazu werden auch die Blickfangzeichnungen erstellt, zu jeder Position, also Unterstützung und Hilfe. Das ist gemäß unseren Informationen ja sehr beliebt am Markt und wird rege genutzt. Und auch die Sonderseiten mit dem Impressum, Anhänge und Entscheidungsschemen werden erarbeitet. Mit der Vernehmlassung haben alle, die noch nicht direkt mit der MPK-Erarbeitung in Kontakt waren, die Möglichkeit, sich zum Kapitel entsprechend zu äußern. Also da kann man Rückmeldungen geben, wenn in der Begleitgruppe Informationen vergessen wurden oder eventuell gewisse Texte nicht verständlich sind, der Markt, also die Anwendung nicht klar ist. Das wird alles bei uns aufgenommen und entsprechend wieder in der Vernehmlassungsgruppe dann besprochen und nach Möglichkeit, wenn es dem Markt dient, wieder eingearbeitet. Sobald das die Einarbeitung gemacht wird, wird das wieder den Vernehmlasser zur Verfügung gestellt, damit sie sehen, ob wir das richtig umgesetzt haben und die Informationen entsprechend eingeflossen sind. Hier ist dann, wenn die Revision abgeschlossen ist, geht es bei uns dann in den Sprachdienst, wo es dann die finale Übersetzung gibt. Alle unsere MPKs werden ja auf Deutsch, Französisch und Italienisch herausgegeben, dass der ganze Schweizer Baumarkt entsprechend die MPKs nutzen kann. Danach geht es gut zur Produktion und auch die letzten Inputs aus den Expertensitzungen Französisch und Italienisch werden nochmals besprochen. Es kann ja sein, dass vorwiegend, was in der Deutschschweiz erarbeitet wurde, gewisse regionenspezifische Technologien oder Ausführungen nicht berücksichtigt wurden oder wir das nicht gemerkt haben, nicht wissen. Und dann kann man das noch entsprechend einarbeiten. Unsere Daten werden immer Ende Jahr ausgeliefert, aufbereitet und den Softwarehäusern zur Verfügung gestellt. Aktuell sind wir gerade daran, mit Hochdruck alle Daten zu prüfen, dass keine Inkonsistenten sind, dass alles stimmt und das dann bei den Softwarehäusern und bei Ihnen als Anwender einwandfrei läuft, dass auch der elektronische Datenaustausch
für das Angebot erstellen und Offertvergleich möglich ist. Ich möchte mich bedanken, dass ich die Möglichkeit hatte, kurz vorzustellen, wie so ein MPK erarbeitet wird. Ich möchte hier aufrufen, für alle, die Interessen haben, dass sie sich bei uns melden können. Wir sind immer wieder froh, von Fachleuten, die am Markt draußen sind, dass da die Informationen in die MPKs reinfließen und uns Rückmeldungen geben, als Autoren oder auch als Begleitgruppenmitglieder mitarbeiten. Oder schauen Sie bei uns auf der Homepage, dass Sie auch die Vernehmlassungen anfordern und Ihre Inputs zu den entsprechenden Kapiteln eingeben können. Besten Dank und dann übergebe ich gerne an Herrn Enderle. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu dem Webinar. Ich möchte Ihnen ein paar Sachen zeigen, sobald dann die Präsentation wieder läuft, über die Revision des MPK 315. Vorgefertigte Elemente aus Beton und künstlichen Steinen. Ich bin selber von der Creabeto Baustoff AG, bin Bauingenieur und arbeite eigentlich in einigen Kommissionen mit. So ist eigentlich vom Verband Swiss Beton aus, haben wir hier mitgearbeitet, um den ganzen MPK 315 zu überarbeiten. Ich möchte eigentlich hier darauf eingehen, warum diese Revision aus unserer Sicht, vor allem aus der Swiss Beton Sicht, notwendig gewesen war. Etwas über die Struktur des MPK 315 sagen, ein Positionsbeispiel machen und ein paar Sachen mit Bildern zeigen, um das Basiswissen für Ausschreibungen zu erweitern. Der MPK 315 soll ein Leitsystem sein für eine saubere, gute, korrekte Ausschreibung. Der alte MPK 315 stammt aus dem Jahre 2012. Seither wurden diverse Normen überarbeitet und das Bauproduktegesetz wurde verabschiedet und in der Schweizer Gesetzgebung, in die Gesetzgebung übernommen. Das Bauproduktegesetz ist gültig seit dem 1. Oktober 2014 und dies bedingt, dass neue Normen aus dem europäischen Raum auch für die Schweizer Hersteller gelten. Das ist unter anderem die Basisnorm, die SNEN 13369. Das sind die allgemeinen Regeln für Betonfertigteile. Und was hauptsächlich betroffen ist, sind die Produktnormen für die Bauprodukte. Und wie es ja sich schon sagt, das Bauproduktegesetz regelt eigentlich, dass die Bauproduktenormen gültig werden. Diese Bauproduktenormen sind für die Hersteller wichtig, vor allem sind sie verpflichtet, seit dem Oktober 2014 sogenannte Leistungserklärungen zu erstellen und diese werden erstellt auf Basis der Produktnormen. Nebenbei wurde seit 2012 auch die SIA-Vertragsnorm 118.262 und die 118.266 angepasst und überarbeitet. In diesen Normen lassen sich diverse Präzisierungen auch für Betonelemente und für Elemente aus Mauerwerk finden. Ebenfalls wurde die Betonnorm SNEN 206 diverse Male in circa 2 Jahresschritt angepasst. Und entsprechend sind auch Bezeichnungen geändert worden und solche Sachen mussten alle nachgeführt werden. Der Swiss Beton, Fachverband Swiss Beton, insbesondere die Fachgruppe Technik, diese vertrete ich eigentlich, hat festgehalten oder stellte fest, dass vor allem viele Ausschreibungen ungenau sind heutzutage. Offerten sind vermehrt nicht verständlich für den Hersteller, für den Bauunternehmer und Offertvergleiche sind nur bedingt möglich. Warum sind die nur bedingt möglich? Wenn ich nicht klar ausschreibe, was ein Element soll, wofür es gebraucht wird, erhalte ich diverse verschiedene Offerten und mit verschiedenen Offerten, mit verschiedenen Inhalten lässt sich das Produkt eigentlich nur schwer vergleichen.
Der MPK 315 selber ist grundsätzlich systematisch gleich wie alle anderen. Im Speziellen beschreibt der MPK 315 eigentlich nur Bauteile. Vergessen dürfen wir aber nicht, dass das heißt, wir müssen das Material bestimmen, wir müssen die Herstellung machen und schlussendlich sind das die Produkte, Planprodukte. Wir müssen wissen, welche Anmessungen und diverse Rahmenbedingungen erfüllen. Wie Materialeigenschaften müssen wir erkennen, immer in der Ausschreibung Herstellung, Transport und Montage beschrieben. Auf den Punkt gebracht, im neuen MPK 315 wurden diverse Positionen zusammengefasst. Dafür wurden diverse Variablen ergänzt. Und so sind die Einzelpositionen länger, aber gesamthaft sind weniger verschiedene Positionen enthalten. Hier schnell die Struktur des MPK 315. Eigentlich ist in Kapitel 1, wie in allen MPKs, sind die Grundbedingungen drin, unter anderem die sogenannte Verweise auf die Vorgabe für die Baumaterialien. Hier vor allem aus unserer Sicht der Swissbeta zu beachten, Punkt 060, die Vorgaben für den Beton. Im Punkt 100 sind die Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand enthalten, das heißt so zusätzliche Aufwendungen für Statik etc. Und in den nächsten vier Kapiteln sind vor allem die Elemente dann beschrieben. Im Haupttitel 200, 300, 400 sieht man immer noch, welche Themen darunter festgehalten werden. Und so sind eigentlich die Betonelemente Wände, Decken, Dächer, Balkone, Fundamente, Schächte, Werkstücke und schlussendlich auch die Stützen gut auszuschreiben. In Kapitel 600, sofern man das nicht in Unterpositionen beschreiben konnte oder wollte, kann man separat die Bewährungen noch erfassen, Einlagen und Aussparungen etc. In Kapitel 700 werden die Transporte beschrieben, weil häufig gibt es einige, die immer noch Ausschreibungen machen, nicht Franco-Baustelle, sondern effektiv eventuell auch die Bauteile selber im Werk oder beim Produzierenden abholen wollen. Und schlussendlich die Montage. Montage kann durch den Bauunternehmer gemacht werden, kann aber auch bei Spezialbauteilen ausgeführt durch den Lieferanten und Hersteller. Im Kapitel 900 sind dann noch die Nebenarbeiten beschrieben, wie sie auf der Baustelle ablaufen sollen. Grundsätzlich, der MPK 315 beschreibt, wie der MPK 241, den die meisten oder wohl viele kennen, eine kleine Baustelle. Sämtliche Schritte zur Produktion eines Elementes, Transport und Montage müssen beschrieben werden, damit wirklich, dass jeder weiß, Baumeister, Hersteller, Lieferant, was man zu machen hat und wer wofür zuständig ist. Nebenbei muss ganz klar definiert werden, dass der Baumeister, Lieferant effektiv weiß, was der Bauherr, Architekt oder Planer vom Element oder vom Bauteil genau erwarten. Und zwar die Erwartung bezüglich Material, Nutzung, Sichtansprüche, Tragfähigkeit, Einlagen etc. Schlussendlich ist es das Ziel, eine vergleichbare Offerte zu erhalten, die wirklich differenziert betrachtet werden kann und wirklich auch vergleichbar ist. Hier ein Beispiel, oder ich gehe jetzt mal das Positionsbeispiel 200 bei den Wänden durch. Diese Positionen sind bei den Variablen ebenfalls unterteilt. Der erste Abschnitt geht um die allgemeine Beschreibung eines Elements, im Speziellen die Wand. Ist die Wand eben, gerade, hat es Krümmungen, Abwinklungen, ist sie tragend oder nicht tragend? Informationen zu Traglasten, was wichtig ist mittlerweile, das haben wir in den Normkommissionen festgestellt und auch die SIA 262 überarbeitet.
der Punkt Feuerwiderstand ist zu beachten, sofern das Bauteil tragend ist. Feuerwiderstand kann klassifiziert werden in drei Untergruppen: gegen Brand, gegen Tragkraft, respektive auch feuerhemmend und brandabschnittsbildend. Im zweiten Teil ist es wichtig, die Abmessung des Bauteils. Wie groß ist es? Wie lang ist es? Wie schwer ist es? Ist vor allem wichtig, unter anderem für den Bauunternehmer. Wenn der Bauunternehmer eine Treppe, wie im Bild rechts oben, versetzen muss, sollte er wissen, wie schwer das Ding ist. Damit man auch weiß, muss ich einen separaten Kran organisieren oder reicht der Baustellenkran auf der Baustelle. Dann vor allem Material. Das habe ich vorhin schon darauf hingewiesen, welches Beton wird verwendet. Hier ist die Möglichkeit, den vordefinierten Beton aus dem Abschnitt 060 auf diesen zu verweisen. Habe ich verschiedene Bauteile mit verschiedenen Zuschlagstoffen, Kies, Farbzuschlag etc., kann ich das hier im Detail beschreiben, nochmal bauteilbezogen, oder wenn ich über das ganze Objekt alle den gleichen Beton habe oder verschiedene Beton, kann ich den Beschrieb vorne in 060 bereits machen. Im Weiteren ist da das Kapitel oder Abschnitt über die Bewehrung. Wer ist verantwortlich für die Berechnung eines Bauteils mit minimalen Bewehrungen, mit statischen Bewehrungen? Da hatten wir in der Begleitkommission diverse Diskussionen. Wer ist jetzt zuständig für die Berechnung? Wer ist verantwortlich? Wer macht was? Ist bei den Wänden etwas untergeordnet? Bei Bauteilen wie Stützen ist das sehr wichtig und zu beachten. Dann sind die anderen Abschnitte, geht es um die Schallungseinlagen, Aussparungen, Kantenausbildung und die Oberflächen. Oberflächen, vor allem für die Architekten, immer das Hauptthema. Wie sehe ich es? Wird das Bauteil verdeckt? Ist es überhaupt sichtbar? Habe ich eine Schallungsseite? Wie muss die Schallungsseite aussehen? Wir haben jetzt links unten ein Beispiel von einer speziellen Einlage in der Schallung, das ich bei uns im Werk fotografieren konnte. Das muss kommuniziert werden. Man muss wirklich wissen, was will man und wohin kommt das Bauteil. Betonierseite, nicht zu vergessen ist, dass man wirklich auch die Schallungen befüllen muss. Die Betonierseite, das heißt, irgendwo muss man den Beton einbringen, der kommt nicht einfach dahergeflogen. Und diese Seite muss nachbearbeitet werden. Die Betonierseite kann taloschiert werden, sie kann abgeschliffen werden, mehrfach taloschiert werden oder geglättet werden. Das ist dann die Beschreibung seitens Bauherrschaft, was ist gefordert oder sehe ich dieses Teil gar nicht und kann eigentlich einfach eine Einfüllseite sein, weil sie verdeckt wird. Nachbearbeitungen sind danach. Da haben wir einige Punkte aufgeführt. Das Sandstrahlen, Schleifen, Stocken, das Waschen. Es sind aber noch sehr viele andere Oberflächenbearbeitungen denkbar. Unter anderem auch Hydrophobieren, nachträglich Bestreichen, Farbgebung. Das kann alles unter dieser Position, unter der Variable 57 auch beschrieben werden. Und dann natürlich, was ich vorhin gesagt habe, die Einlagen für Befestigungen und Montagen müssen definiert werden. Sind vielleicht in der Ausschreibung noch relativ schwierig zu beschreiben. Grundsätzlich müssen wir aber davon ausgehen, dass solche Bauteile wirklich beschrieben werden und in der Ausschreibung enthalten sind. Gerne sind die produzierenden Werke auch bereit, notfalls unter die Arme zu greifen und Inputs zu geben, sei es für Verankerung von Fassaden oder wie jetzt oben links gezeigt, sogenannte Stützenschuhe für die Verankerung von Stützen, die man vorgängig montieren muss.
Jede Submission ist sicher abhängig von dem Basiswissen des Erstellers der Submission. Sprich, es ist wichtig, dass das Fachleute sind, die das ausfüllen und nicht einfach aus Gutdünken NPK-Positionen anklicken, aber nicht wissen, was dahinter steht. Entsprechend muss man sich etwas Gedanken machen, was will ich offeriert haben, worum geht es überhaupt? Wir sehen hier jetzt drei Bilder von verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten von Balkonen. Eine vom Balkon, von Trägern, von Dachträgern, von Fassaden. Die Möglichkeiten sind offen, aber das muss seitens Submission erkennbar sein. Auch hier sehen wir zwei schöne Möglichkeiten. Ein Betonelement mit einer Vorhangstruktur. Das sind Einlagen in die Schallung, die mit entsprechenden Matrizen gemacht werden können. Oder rechts unten eine Schallung, eine liegende Schallung mit entsprechenden Mustereinlagen. Und darüber sieht man eigentlich, wie das Modell nachher ausgesehen hat. Ansonsten muss auch für die Montage vorgedacht werden, wenn man die Montage machen will. Wie schwer sind die Elemente? Wie ist die Zufahrt? Mit was für einem Fahrzeug kann ich eventuell ein schweres Bauteil versetzen? Habe ich einen Montageplatz? Habe ich genügend Umschlagplatz? Muss ich gleich ab Fahrzeugen versetzen? Muss ich irgendwelche Vorkehrungen treffen bezüglich Gerüstung, Hebebühnen etc., da ja auch der Arbeitsschutz garantiert werden muss bei der Montage. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich übergebe wieder. Ja, vielen Dank an die Referenten, Herr Hollenstein und Herr Enderle. Das waren sehr interessante Beiträge. Ich hoffe, Sie haben das auch interessant gefunden und konnten etwas mitnehmen. Wir haben jetzt noch etwas Zeit und würden gerne Fragen beantworten. Herr Hollenstein hat uns die Neuerungen vom NPK 2021 aufgezeigt und auch den Prozess, wie ein NPK entsteht. Und wir haben hierzu ein paar Fragen in die Vertiefung. Bezüglich der Entstehung eines Kapitels. Wer ist in dieser Entstehung eines Kapitels involviert? Der Herausgeber für die Hochbaukapitel ist ja der CRB und der Herausgeber für die Tiefbaukapitel der VSS. Aber involviert sind natürlich dann die entsprechenden Fachverbände, die für den fachlichen Inhalt verantwortlich sind. Und involviert sind natürlich dann die Begleitgruppen, Autoren und auch der CRB selber, der mit unserer Abteilung, wie in dem Vortrag ausgeführt, vom Sprachdienst Deutsch, Französisch und Italienisch. Ein bisschen technische Probleme mit der Kamera, das macht aber nichts. Wir verstehen den Inhalt trotzdem. Herzlichen Dank für die Beantwortung. Eine weitere Frage ist zur Vernehmlassung. Warum ist die Vernehmlassung wichtig? Die Vernehmlassung ist entscheidend, dass das Kapitel so aufgebaut ist, dass es auf dem Markt akzeptiert wird. Es nützt nichts, wenn wir in der Begleitgruppe nach bestem Wissen und Gewissen die Kapitel erarbeiten und den Markt nicht abdecken. Darum ist es sehr wichtig, dass Anwender von den entsprechenden Kapiteln an den Vernehmlassungen mitarbeiten und ihre Rückmeldungen zurückspiegeln, damit wir dies wieder bearbeiten können und die entsprechenden Kapitel einarbeiten können. Nur so können wir den Baumarkt abdecken, dass es von den Anwendern, vom Planer, Unternehmer und den Herstellern alles abgedeckt ist. Vielen Dank. Dann eine weitere Frage. Was sind die Herausforderungen bei der Überarbeitung eines NPK-Kapitels? Ja, da gibt es natürlich mehrere Punkte. Das ist natürlich den Konsens zu finden in einer Begleitgruppe. Treffen natürlich zuerst mal die Planer und Unternehmer aufeinander, die vielleicht nicht immer dieselbe Meinung haben.
Und da kann CRB, die keine Partikularinteressen hat, natürlich auch entsprechend das Projekt leiten. Wir koordinieren das ja auch. Und natürlich gibt es dann auch Diskussionen mit CRB intern, weil die entsprechenden Kapitel zum Teil sprachenspezifisch eine Umgangssprache haben, wo man das alles versteht, was gemeint ist. Aber wir vom CRB wollen ja, dass alle MPKs die gleiche Struktur und die gleiche Sprache haben und in allen Kapiteln mit den gleichen Begriffen gearbeitet wird. Und das wird dann alles miteinander koordiniert. Mhm. Herzlichen Dank, Herr Hollenstein, für die Beantwortung dieser Fragen. Ja, zu den Herausforderungen. Herr Enderle hat bei einer Begleitgruppe beim NPK 315 teilgenommen. Hier natürlich eine Frage, gab es bei diesem Kapitel konkrete Herausforderungen, Herr Enderle? Die gab es tatsächlich, die waren vielfältig, vor allem die verschiedenen Interessen und Interessensgruppen. Da hatten wir die Seite der Hersteller, die Seite der Architekten, die Seiten der Architekten, die solche Ausschreibungen erstellen, plus die Ingenieursichtweise. Und die hat sich immer wieder zum Teil voneinander entfernt. Und wir hatten da zum Teil wirklich Differenzen. Faktisch ist, dass wir uns meistens oder fast überall einigen konnten und ein gutes Werk erstellen konnten. Vielen Dank, das klingt sehr interessant, gerade zu dieser Begleitgruppenerfahrung. Was nehmen Sie persönlich aus dieser Mitarbeit in dieser Begleitgruppe mit? Der Austausch zwischen den Fachpersonen. Effektive die Sichtweisen war für mich jetzt im Speziellen vielleicht etwas weniger anstrengend, weil ich bis vor 10 Jahren war ich in einem Ingenieurbüro tätig und habe selber solche Ausschreibungen erstellt. Aber seit ich die Sichtweise geändert habe in den letzten 10 Jahren, habe ich jetzt diverse Erfahrungen gemacht, die wieder den Horizont öffnen. Sehr gut, danke vielmals. Und jetzt noch eine letzte Frage zum Abschluss, zum NPK 315. Was sind denn die konkreten Vorteile, mit diesem NPK 315 zu arbeiten? Wir aus der Begleitgruppe sind eigentlich der Überzeugung, dass wir ein Werk erstellt haben, das ein Leitmittel ist, dass man wirklich schlussendlich eine Ausschreibung erhält, die man vergleichbar abgeben kann, die Hersteller entsprechend auch richtig ausfüllen können und eigentlich wenig Fragen bis keine Fragen offen lässt, ist aber immer wieder, wie erwähnt, abhängig von der Qualität und der Fachkompetenz der Herren oder der Damen, die diese Submissionen erstellen. Somit wären wir am Ende dieser Fragerunde. Herzlichen Dank an Herrn Hollenstein und Herr Enderle für diese Gelegenheit, auch persönliche Antworten zu erhalten. Ich möchte Sie hier noch gerne auf unser Angebot an Weiterbildungen aufmerksam machen. Auf unserer Webseite finden Sie zahlreiche Kursangebote rund um Kostenplanung, Digitalisierung und so weiter. Wie auch anfangs erwähnt, ist das zweite Impulswebinar von insgesamt 7. Es folgen also noch 5 weitere Impulswebinare. Unter anderem könnte das nächste sehr interessant für Sie sein. Es geht um die Weiterentwicklung des NPK-BIMS, also ein Projektupdate. Das wäre am 17. November in rund 2 Wochen. Sie können sich auf unserer Homepage ganz einfach kostenlos registrieren und wie heute teilnehmen. Ja, somit sind wir am Ende angelangt von diesem heutigen Webinar zum NPK, zum neuen Ausgabe NPK 2021. Ich habe heute soeben erfahren, es ist nun online auf unserer Webseite. Im Follow-up-E-Mail werde ich Ihnen den Link zusenden. Dann können Sie auf unserer Webseite ganz einfach die neue Ausgabe von NPK 2021 herunterladen. Im Anschluss werden wir gleich noch eine kleine Umfrage machen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie diese ausfüllen. Dann Feedback ist immer gut. Wir möchten uns stets verbessern und sind Ihnen sehr dankbar, wenn Sie dies ausfüllen würden. Ja, somit möchte ich mich im Namen der CRB und den heutigen Referenten ganz herzlich für Ihre Teilnahme bedanken und wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und somit noch einen ganz schönen Nachmittag. Besten Dank.